Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Schnitzel und Schnitzelinchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eldaria. Ja, ich denke, mit Schnitzel und Schnitzelinchen habe ich jetzt eine Standardbegrüßung gefunden, mit der ihr alle zufrieden seid, ich ebenso. Was ist in der letzten Folge passiert? Wir wurden beim Lauschen erwischt und sind dabei jetzt leider stehen geblieben. Wir machen jetzt direkt an der Stelle weiter. Ich denke, ich brauche nicht weiter reden, denn wir wollen alle wissen, wie es weitergeht. Von daher, lehnt euch zurück, schnappt euch euer Popcorn und genießt die Show. Wir sind dieses Mal wirklich zu weit gegangen. Ja, sie war wirklich außer sich. Komisch, dass sie uns nicht bestraft hat. Ich glaube, wir haben sie überrumpelt und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Gut möglich. Ich denke, wir sollten uns eine Weile zurückhalten. Was meinst du? Du hast recht. Dieses Mal war es wirklich knapp. Bis später. Gut, ich sollte besser in die Bibliothek zurückgehen. Ika ist bestimmt mittlerweile wieder zurück. Ich hoffe, dass Miiko uns nicht doch noch bestraft. Zuzutrauen wäre es ihr. Ach, Ika, da bist du ja. Ja, Valkyria? Du hast eben von den Missionen der Perikos gesprochen. Kann ich eine davon übernehmen? Natürlich. Welche möchtest du? Lass mich mal sehen. Sie gab mir den Zettel mit den offiziellen Anzeigen. Mission von Perico, Mission von Periri oder Mission von Pereru. Ich nehme mal Periri, weil mit der haben wir noch nicht so viel zu tun gehabt. Hey du, du magst Mode und Stoffe? Du bist ein Verkaufs- und Styling-Experte wie ich? Dann komm und hilf mir bei meiner Arbeit. Du wirst großzügig entlohnt. Viele Grüße, Periri von der Perikos Company. Das ist typisch Periri. Die hat was von Rosa, oder? Ja, komm. Um Rosas Willen machen wir das einfach mal. Das interessiert mich. Okay, du kannst Periri direkt auf dem Markt treffen. Alles klar. Juhu. Da ist Periri. Ich sollte zu ihr gehen. Hallo, Süße. Ich wette, du bist hier, um mich zu retten. Genau. Wobei genau brauchst du Hilfe? In der Anzeige stand etwas von Mode und von Verkaufstalent. Ich habe heute ein tolles Angebot und erwarte viele Kunden. Deshalb brauche ich Hilfe bei der Beratung. Du meinst, ich soll den Kundinnen sagen, welche Outfits am besten zu ihnen passen? Genau. So habe ich Zeit, um mich um die Kasse zu kümmern. Alles klar. Ich habe mich neben die Regale gestellt und wie Periri vorausgesagt hatte, tauchten bald sehr viele Kunden auf. Ich komme irgendwie mit diesem Namen nicht klar. Periri. Ich habe mehrere junge Frauen bei der Wahl ihres Outfits beraten. So, das war's. Schon? Kein Rumgelaufe? Kein, ich brauche noch irgendwelche Stoffe von dort und dort? Okay. Ja, du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Hier ist dein Lohn. Was für ein Lohn? Was für ein Lohn? Spiel. Lade. Oh, Pyropässe. Das ist nicht schlecht. Valkyria, hast du die Mission von vorhin beendet? Ja, warum? Miiko möchte dich sehen, jetzt gleich. Okay, ich gehe zu ihr. Viel Glück! Wieso viel Glück? Jetzt kommen die Konsequenzen, dass wir gelauscht haben, garantiert. Da bin ich, Miiko. Sehr gut, komm her, wir müssen mit dir sprechen. Ja... Ezreal, Valkyron und Nevra sind anwesend. Worüber möchtet ihr mit mir sprechen? Wie du weißt, ist Nevra von einer sehr wichtigen Mission zurückgekehrt. Sie sah mich streng an. Während dieser Mission hörte er von einer Gruppe von Söldnern. Okay, aber warum erzählst du mir das?
Dazu komme ich gleich. Diese Söldner sind Menschen wie du. Seit du hier bist, wurde viel über dich geredet und so haben sie offenbar von deiner Existenz erfahren. Und nun suchen sie nach dir, um dich zu retten. Mich zu retten? Sie wollen dich aus unseren Fängen befreien. Aus euren Fängen. Meinst du das ernst? Leider ja. Es ist nicht das erste Mal, dass wir solche Geschichten über sie hören. Im Moment wissen wir leider nicht, was genau sie vorhaben und welches Ziel sie verfolgen. Deshalb müssen wir dir ein paar Fragen stellen. Was denn für Fragen? Was weißt du über Eldaria? Nicht mehr als das, was ich seit meiner Ankunft hier gelernt habe. Es ist ein Online-Spiel mit gut aussehenden Jungs, Fantasy und Romantik? Oh ja! Ich glaube, wenn ich das sage, schickt sie mich sofort in die Krankenstation. Nur das, was ich seit meiner Ankunft hier gelernt habe. Bist du sicher? Ja, warum sollte ich lügen? Bevor ich hierher kam, habe ich nicht einmal an Magie und Feen geglaubt. Vampire, Elfen, Meerjungfrauen. Das alles waren für mich Märchen. Und es gibt in deiner Familie niemanden, der nach dir sucht? So eine doofe Frage. Doch, natürlich. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin schon eine Weile hier. Meine Eltern haben mich bestimmt bei der Polizei als vermisst gemeldet und in meiner Welt gibt es sicher Suchaktionen. Okay, verstehe. Danke, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Du kannst jetzt gehen. Ich verließ den Saal. Merkwürdig, all diese Fragen. Einige Minuten, nachdem Valkyria gegangen ist. Gott, diese ganzen Wechsel, das irritiert mich so dermaßen. Ich weiß, diese Lösung ist extrem, aber ich möchte die Bewohner des Hauptquartiers nicht in Gefahr bringen. Sie haben schon genug gelitten. Das können wir ihr nicht antun. Aber wir können auch nicht riskieren, angegriffen zu werden. In diesem Fall stimme ich Nevra zu. Wir können diese Entscheidung nicht über ihren Kopf hinweg treffen. Glaubt ihr denn, sie würde zustimmen? Ich bin gegen diese Maßnahme, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Falls ihr eine andere Idee habt, immer her damit. Zurück zu Valkyria. Yay, sie haben irgendeinen Plan und wollen irgendetwas über meinen Kopf hinweg entscheiden. Das ist gar nicht besorgniserregend. Überhaupt nicht. Diese Fragen waren wirklich merkwürdig. Jetzt denke ich darüber nach, welchen Kummer mein Verschwinden meinen Eltern bereiten muss. Vielleicht übertreibe ich auch und sie haben gar keine Vermisstenmeldung aufgegeben. Ja, eher unwahrscheinlich, oder? Ich bin schließlich vor einer Weile zu Hause ausgezogen. Vielleicht sagen sie sich, dass es ganz normal ist, wenn sich Kinder in den ersten Monaten in Freiheit nicht allzu oft melden. Also wenn ich mich nicht melde, dann melden sich eigentlich meine Eltern auch regelmäßig. Einfach um mal zu fragen, wie es mir geht. Und du bist schon 3 Monate lang in Eldaria, also... ich weiß nicht. Ich frage mich, ob es schon häufiger Fälle wie meinen gab. Und ob vor mir noch andere Menschen ins Hauptquartier gekommen sind. Ich sollte Kero fragen. Der muss es wissen. Oh, Kero weiß doch alles. So, Kero, wo finden wir den am wahrscheinlichsten? Ich denke, in der Bibliothek oder draußen? Ah, natürlich. Mana-Schwund, Mana-Schwund hat, was immer ein Mana-Schwund hat. Gib acht. Das ist der Mana-Schwund. Tja, sieht schlecht aus. Wie immer, wenn wir Menschen suchen. Oder Fairies. Ach nee. Jetzt kommen wir wieder mal zu meiner Pilztheorie. Vielleicht ist er ja draußen und sammelt Pilze. Obwohl bei ihm wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Ich bin eine richtige Wortakrobatin. Was ist da nur los? Vielleicht ist er essen? Ja!
Kero, störe ich? Oh, Valkyria. Entschuldige, ich hab mich verschluckt. Kein Problem. Du wolltest mit mir reden? Ja, ich habe ein paar Fragen über Menschen wie mich. Ja, bitte. Also, ich würde gerne wissen, wie oft Menschen nach Eldaria kommen und ob ihr schon Fälle wie mich im Hauptquartier hattet. Oh, komm, setz dich erstmal. Ich setzte mich neben ihn und wir bestellten warme Getränke. Also, du bist der erste Mensch, den wir im Hauptquartier aufgenommen haben. Es ist sehr, sehr selten, dass Menschen nach Eldaria kommen. Die meisten davon sind Felins, wie du. Und was passiert mit Menschen wie mir? Also in den meisten Fällen gelingt es den Völkern, die sie aufnehmen, sie irgendwann wieder nach Hause zu schicken, trotz der Opfer, die das für sie bedeutet. Opfer, die wir uns nicht erlauben können. Das verstehe ich. Ich weiß, was eine Reise in meine Welt euch kostet, und ich will keine Last für euch sein. Aber nein, du bist keine Last für uns. Das wäre ich aber, wenn ihr mich nach Hause schicken müsstet. Trotzdem wäre es nachvollziehbar, wenn du das von uns fordern würdest. Das Ganze scheint ihm unangenehm zu sein. Ich sollte das Thema wechseln. Was war eigentlich in den letzten Tagen so im Hauptquartier los? Ich meine, als ich in Balenvia war. Oh, nichts Besonderes. Oder doch? Ich habe mir ein neues Bett bestellt. Ach ja, und warum? War deins so unbequem? Nein, es nahm zu viel Platz weg. Verstehe. Gut, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns sicher später. Alles klar. Trotz des Gesprächs mit Kero beschäftigt mich die Sache mit den Menschen immer noch. Vielleicht sollte ich noch jemand anderen danach fragen. Nur wen? Also informativer als mit Kero wird es, denke ich mal, auf jeden Fall. Ich meine, diese weltbewegende, brennende Info mit seinem neuen Bett, das war jetzt so intensiv. Apropos intensiv, da haben wir Nefra. Hey. Hey, gut, dass ich dich treffe. Ach, was willst du denn von mir? Diese Geschichte mit den Menschen beschäftigt mich. Wie meinst du das? Na, ihr seid wegen der Menschen nach Eldaria geflohen, oder? Ja. Sind euch dabei nicht ein paar der Menschen gefolgt? Ein paar Menschen sind uns sicher gefolgt, aber wir wissen nicht genau, wie viele. Und nach allem, was sie uns angetan hatten, waren sie nicht wirklich willkommen. Das kann ich gut verstehen. Aber wie habt ihr es geschafft, die Kreation eurer Welt geheim zu halten? Durch Magie. Nefra. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wahrscheinlich ist bei euch etwas passiert, was das erklärt. Irgendein Krieg oder so etwas. Vielleicht die Eroberung von Konstantinopel? Oder die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus? Mach dir keine Sorgen, dass diese Söldner dich holen kommen. Wir werden dich beschützen. Okay, aber wer beschützt euch? Du? Du bist echt so ein Knaller. Oh ja. Na gut, in der Schmiede ist niemand. Da könnte aber Valkyron sein. Hallo, Azrael. Hallo, altes Haus. Freundlich wie immer. Ich weiß. Ich wollte mit dir über die Menschen in Eldaria reden. Das Thema beschäftigt mich ziemlich. Keine Sorge. Du hast uns schließlich erklärt, dass du nicht die sein kannst, die sie suchen. Ich meine auch nicht diesen speziellen Fall, sondern eher im Allgemeinen. Hast du vor mir schon andere Menschen getroffen? Ja. Kannst du mir davon erzählen? Sie kam, sah und ging wieder. Cäsar! Das ist alles? Er fügte nichts weiter hinzu.
Als wir uns getroffen haben, hast du gesagt, die Menschen bleiben nie lange hier. Wie hast du das gemeint? Ihr seid nicht dazu gemacht, in Eldaria zu leben. Aber ihr Fairies habt doch auch auf der Erde gelebt. Ihr seid nicht so widerstandsfähig wie wir. Da habe ich aber einen anderen Eindruck. Wenn du das sagst. Ich sollte nicht weiter darauf bestehen. Okay. Superb. Jetzt in der Schmiede? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist er ja schon in meinem Zimmer. Um nochmal seinen Hammer auf die Schmiedebank zu legen. Entschuldigung. Ich kann es einfach nicht lassen. Es tut mir leid. So. Ich glaube nicht, dass er unten ist. Vielleicht ist er in der Krankenstation. Nein. Ich meine, was soll er auch in der Krankenstation? Er ist immer gut drauf. Und kräftig. Und muskulös. Und vital. Oh, hallo. Valkyron, kann ich dich einen Moment stören? Ja, worum geht es? Um das Gespräch mit Miko eben. Die Sache mit den Menschen und das alles. Du fragst dich, warum diese Söldner meinen, sie müssten die Menschen von Eldaria retten? Ja, irgendwie schon. Ich glaube nicht, dass ich bei euch in Gefahr bin. Oh, wenn du wüsstest. Ohne arrogant klingen zu wollen. Du hattest Glück und bist hier auf eine Gruppe besonders toleranter Personen gestoßen. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen eingebildet. Sagen wir es so. Obwohl unser Volk sehr unter den Menschen gelitten hat, schaffen wir es, zwischen den einzelnen Personen zu unterscheiden. Die Fehler deiner Vorfahren sind nicht deine und deshalb solltest du sie auch nicht ausbaden müssen. Du meinst, wäre ich woanders gelandet, hätte ich vielleicht die Wut der Fairies ertragen müssen? Das ist gut möglich. Einige sind noch immer sehr wütend auf die Menschen. Ja, wie einige Leute auch noch sehr wütend auf die Deutschen sind, ne? Ich meine, das, was unsere Vorfahren gemacht haben, das wird jetzt direkt auf uns übertragen. Also, hey, ich sehe eine kleine Verbindung zu unserer Welt. Oh, jedenfalls vielen Dank für die Erläuterung. Gern geschehen. Ich sollte jetzt lieber wieder in mein Zimmer gehen. Möchtest du mitkommen? Oh. Ich merke, dass sich jemand von hinten nähert. Wer könnte das sein? Oh, Krillis, du bist es. Hallo, junge Dame. Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg in den Wald. Ich muss dort Wache halten. Verstehe. Dann will ich dich nicht aufhalten. Einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, du bäriges, haariges Ding. Ach, Krillis. Bums! Mist, ich bin mit jemandem zusammengestoßen. Oh, entschuldige, ich hab dich nicht gesehen. Nein, das war meine Schuld. Ich hab nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe. Ich würde mich gerne länger mit dir unterhalten, aber ich habe leider keine Zeit. Kein Problem, wir sehen uns sicher später. Ja, bis später. Tschüss, Evelyn. Hallo, Valkyria, ich hab dich gesucht. Lass mich raten, Miiko möchte mich sprechen. Genau. Ich gehe zu ihr. Warum denn jetzt schon wieder? Valkyria! Magst du lieber rot oder schwarz? Stendal! Rot. Schwarz. Obwohl rot mir auch gefällt. Kann ich beide sagen? Keine der beiden Farben. Ich mag beides. Kannst du dich nicht entscheiden? Nein, nicht wirklich. Willkommen im Club. Was? Okay. Da bin ich, Miiko. Entschuldige, dass ich dich ständig zu mir bestelle. Oh, ich sollte anfangen, Treuepunkte zu sammeln. Ganz ehrlich, ich stehe total auf unsere Gardienne, weil die ist so dermaßen schlagfertig. Nichts im Vergleich zu unserer Secret in Spitamoris. Also, ich mag sie, so von ihren Aussagen her. Ha, schön. Ja, stimmt. Also, er?
Ich habe mit den Jungs lange über diese Söldnergeschichte beraten und ich möchte dir eine Lösung vorschlagen. Das heißt, eigentlich lasse ich dir nicht wirklich eine Wahl. Das fängt ja gut an. Es gibt einen Zaubertrank, der, naja, wie soll ich sagen, deine Anwesenheit in Eldaria verschleiert. Verschleiert? Ja, du wirst als Mensch sozusagen unsichtbar. Und wie funktioniert das genau? Das ist so, als würdest du deinen Duft und deine Aura vor den Augen der anderen verbergen. Ich würde unsichtbar werden. Nein, natürlich nicht. Du wärst nur nicht mehr als Valkyria zu identifizieren und somit auch nicht als Mensch. Du meinst eine Art Tarnungstrank? Ja, genau. Ich finde diese Lösung etwas zu einfach, aber warum nicht? Ich kenne diese Welt noch nicht gut genug. Ich habe nichts zu verlieren. Außerdem bleibt mir nicht wirklich eine Wahl. Einverstanden. Ah! Sie hinterfragt zu wenig. Danke. Wen muss ich nach diesem Zaubertrank fragen? Du musst ihn selber herstellen. Da der Zauber direkt bei dir wirken soll, braucht er deine Energie, um zu funktionieren. Ich kenne mich mit Alchemie noch nicht besonders gut aus. Ich habe noch nie einen Zaubertrank allein hergestellt. Ich weiß. Du brauchst nur Azuril, Nevra oder Valkyren zu fragen. Sie kennen alle drei das Rezept. Dann flüsterte sie mir etwas ins Ohr. Auch wenn er manchmal schwer zu ertragen ist, rate ich dir, Azuril zu fragen. Er ist der beste Alchemist. Ist das wieder ein falscher Rat? Nein, ein echter. Gut, ich werde einen der Jungs bitten, mir zu helfen. Ich werde aber garantiert nicht Azuril fragen. Ich hätte gerne Snape. Warum gibt's da keinen vierten Punkt? Ich will Snape fragen. Nee, aber ich frage natürlich Valkyron. Wen denn sonst? So. Auch wenn es mich wundert, dass er die Zutaten kennt. Valkyria! Schön, dass ich dich treffe. Ach ja, und warum? Caruto hat eine neue Nachspeise kreiert, die einfach köstlich ist. Sie besteht aus mehreren Schichten von Krebs mit einer Kaffeecreme dazwischen. Als ich probiert habe, war ich hin und weg. Oh, vielleicht eine Art Tiramisu mit Krebs? Oh, geil. Frag ihn nächstes Mal, ob du auch probieren darfst. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Tiramisu. Yum. Oh, hey Ramon. Jamon. Ich kann es einfach nicht anders. Du. Ups, er scheint immer noch wütend zu sein. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Nein, mein Großer. Ich hab dich doch lieb. Beim letzten Mal bist du in Tränen ausgebrochen. Ich hab dich gekuschelt, weißt du noch? Da ist Karin. So wie sie aussieht, hat sie sicher wieder etwas ausgeheckt. Ach, Valkyria, was machst du denn hier? Hast du nichts zu erledigen? Du solltest lieber woanders hingehen. Bilde ich mir das ein oder versucht sie etwas vor mir zu verbergen? Los, geh weiter. Bis dann. Aha, da ist Valkyron. Valkyron, könntest du mir helfen, einen Zaubertrank vorzubereiten? Wenn du möchtest. Ich kenne mich allerdings nicht besonders gut mit Alchemie aus. Was musst du denn machen? Es geht um einen Tarnungstrunk. Was ist das? Der Zaubertrank soll meine Anwesenheit in Eldaria verbergen. Wegen der Geschichte mit den Söldnern. Ja, den Trank kenne ich. Dann hilfst du mir? Kein Problem. Komm, wir gehen ins Labor der Alchemie. Ich habe aber noch keine der Zutaten. Miiko hat sie mir nicht gegeben, da du das Rezept kennst. Das wundert mich nicht. Er verdrehte die Augen. Ich brauche Wasser der Lethe. Mehrere Büschel Kaffeebohnen, essbare Gelee Royal und Branntwein. Und für den Geschmack Erdarzien.
Wasser der Lethe. Ja, vielleicht sollte ich dazu nochmal was sagen. Denn wenn wir schon in der griechischen Mythologie sind, die Lethe ist ebenfalls ein Fluss in der Unterwelt, in der griechischen Mythologie. Und sorgt dafür, dass wir vergessen. Sie ist also das Pendant zur Nemisyne. Richtig super. Es geht los, ich will nicht. Ich kümmere mich um den Branntwein. Du kannst den Rest besorgen. Danke. Ach so, du holst den Alkohol. Logisch. Okay. Er gab mir einen Zettel mit den Zutaten, die ich besorgen sollte, und den Mengenangaben. Ach so, okay. Finde die Zutaten auf einer Expedition oder im Shop und bring sie Valkyron. Auf einer Expedition oder im Shop. Nee, ich finde es eigentlich leichter, wenn wir das echt im Shop kurz kaufen. Gott. Wasser der Lethe. Ich glaube, die kann man nicht im Markt kaufen, im Shop kaufen, oder? Doch, Wasser der Lethe müsste eigentlich möglich sein. Gehen wir mal kurz zur Alchemie. Gott, mein Schreibtisch knarzt so. Hört ihr das? Ätzend. So, Tränkebehälter, Gase und Flüssigkeiten. Sieht nicht so aus. Mineralientränke. Ah ne, das sind die Energietränke, genau. Ah, das ist ja ätzend. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel Geld rausschmeißen. Ach, hier, guck mal. Wie viele brauchten wir davon? Oh, ich guck lieber nochmal. Ups, nee, jetzt bin ich bei den Quests gelandet. Konzentration. So, 3 essbare Jelly Royale. Das kriege ich wohl noch hin. So. Es war bei anderes, ne? Ja. So, dann kaufen wir hier von... Na, komm. 1, 2, 3. Mana! Gewächse. Kaffee brauchten wir auch noch, ne? Dann nehme ich auch mal 3. Ich glaube, das waren auch 3. 3. Was brauchen wir jetzt noch? Ich komme immer auf die Quests. So, Erdazien. Waren die da eben auch? Die haben wir. Wir brauchten nur 2 Büschel Kaffeebohnen, aber okay. Und Wasser der Lethe. Erdazien. Ah, das kann doch nicht so schwer sein. Nee. Boah, Leute. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich suche mich hier dumm und dusselig. Gucken wir mal im Gefährtenshop. Vielleicht gibt es da ja was. Futter oder Köder? Ich gucke erst mal bei den Ködern. Nee, sieht nicht so aus. Ja, vielleicht doch beim Futter. Wasser der Lethe müsste ich dann zu überteuerten Preisen irgendwo kaufen. Ach, da haben wir die Erdazien. Da brauchen wir 5 Stück von. Zack. Ah, im Markt. Da gibt es momentan nur 1. Das ist doch doof. Und sonst kann ich es, glaube ich, nirgendwo kaufen. Das ist frustrierend. Das ist richtig frustrierend. Wasser der Lethe. Und ich glaube, ich habe nicht mal 1 davon. Also da müsste ich dann wirklich nochmal meinen Gefährten auf Expedition schicken. Da habe ich keine andere Möglichkeit.
Und dann weiß ich nicht, ob ich bis morgen schon alle Zutaten zusammen hätte. Boah, ist das frustrierend. Ach, Manno. Nee, gut, nützt ja nichts, ne? Dann würde ich tatsächlich sagen, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut. Denn ich finde es gerade einfach im Shop auch nicht. Und ich glaube nicht, dass es Wasser von Lethe hier irgendwo noch zu kaufen gibt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht könnt ihr mir ja noch helfen, bevor ich den nächsten Part veröffentliche. Heute komme ich nicht mehr zum Aufnehmen. Von daher, wenn ihr noch einen zweiten Plan habt, außer den Markt, wo alles ausverkauft ist, oder eben selber suchen, dann sagt mal Bescheid. Ich gucke gleich auch mal, wo man genau das Wasser von Lethe finden kann, damit wir da vielleicht dann direkt morgen weitermachen können. Hoffentlich. Klopf auf Holz. Toi, toi, toi. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde fleißig Wasser sammeln, auch wenn ich es nicht möchte. Und dann sehen wir uns morgen wieder, hoffentlich in aller Frische. Bis dahin, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schnitzelmama out. Bye.